Auch das Thema Bildungspolitik ist ein Thema, das viele von Ihnen interessiert. Sandra Pritsch aus Düsseldorf hat eine Frage nach dem Abitur nach 12 Jahren gestellt. Sie möchte wissen, wie man, wenn es weniger Zeit zur Verfügung steht, trotzdem mit dem gleichen Lernstoff bis zum Abitur auskommen kann. Das Thema hat uns in den letzten Tagen und Wochen innerhalb der Landesregierung sehr beschäftigt. Wir haben auch mit Verbänden geredet. Wir hatten das Gefühl, dass das, was die Vorgängerregierung da beschlossen hatte, das, was die Kultusministerkonferenz als Rahmen gesetzt hat, aus dem wir auch nicht herauskommen in Nordrhein-Westfalen, vielleicht noch optimiert werden kann. Jetzt nach 2,5 Jahren haben wir zusammen mit Vertretern der Eltern, Vertreter der Lehrer und Schuldirektoren über die bisher vorliegenden Erfahrungen beraten und wir haben uns vorgenommen, einige Sachen im Konsens zu ändern. Ich glaube, es ist klug und richtig, jetzt nicht einfach bei dem einmal Beschlossenen zu bleiben, sondern wir tun das ja für unsere Kinder und die sollen damit besser klarkommen, sie sollen mehr Chancen bekommen, sie sollen schneller Abitur machen, weil das auch sonst im internationalen Vergleich mit etwa unseren Nachbarn in Belgien, in Holland oder anderswo ein Nachteil wäre. Alle, die mit beraten haben, sind sich einig darin, dass die Verkürzung aus diesem Grund auch eine gute Idee ist und dass sie beibehalten wird. Es bleibt auch bei den 265 Wochenstunden von der 5. bis zur 12. Klasse, die von der Kultusministerkonferenz festgelegt worden ist. Wir wollen aber, dass die Belastungen für die einzelnen Kinder minimiert werden, dass das weniger wird. Dazu brauchen wir die Hilfe der Schulen, dazu brauchen wir die Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer und vor allen Dingen derjenigen, die die Stundenpläne machen, weil wir glauben, dass da noch etwas optimiert werden kann. Konkret haben wir vereinbart, dass diejenigen, die in der 5. und 6. Klasse sind, nur noch einmal in der Woche Nachmittagsunterricht haben. Diejenigen, die in der 7. und 8. Klasse sind, die haben höchstens 2-mal Nachmittagsunterricht. Es wird dann an den Tagen, wo Nachmittagsunterricht ist, keine Hausaufgaben mehr geben. Wenn die Kinder dann nach Hause kommen, sollen sie dann auch Gelegenheit zum Spielen haben, auf der Straße genauso wie im Verein. Und es soll auch nachmittags keine Klassenarbeiten mehr geben. Der Nachmittagsunterricht soll auch ausdrücklich abgetrennt werden vom Vormittagsunterricht durch eine Pause von 1 Stunde. Da werden unsere Kommunen auch noch die notwendigen Einrichtungen für zur Verfügung stellen. Wir haben von Seiten der Landesregierung im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes bei der Schulpauschale für dieses Jahr den Kommunen schon einmal 80 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt, sodass entsprechende Umbauten, die etwa noch notwendig sind, damit es da auch was zu essen geben kann, von Seiten der Kommunen durchgeführt werden können. Sie merken, das ist jetzt insgesamt ein Umbauprozess, der auch viel damit zu tun hat, dass wir massiv ja die Ganztagsschulen ausbauen, dass teilweise dann auch Angebote, die es ja immer schon gegeben hat, nachmittags jetzt in diese neue Konzeption mit einbezogen werden. Und ich glaube, dass wir da auch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erhebliche Fortschritte noch machen können. Auf jeden Fall, Sie merken, wir achten genau darauf, ob da irgendwo etwas verbessert werden kann. Und wir glauben, dass wir das, was jetzt möglich ist, auch anpacken.